Was geht ab? Heute zeige ich dir, wie du dein Kali-System viel, viel anonymer gestalten kannst, ja? Mit einem Webbrowser, der sich AnonSurf nennt und der leitet das dann über verschiedene Tor-Layer und dies und das. Deswegen, dafür brauchen wir erstmal einerseits Tor. Da geben wir einmal ein apt-get-install-tor, um Tor zu installieren. Bestätige das Ganze einmal mit Y. So, und dann warten wir einen Augenblick, bis das ganze Ding hier durch ist. Ja. Dann gehe ich hier einmal auf meine GitHub-Page, github.com/pentesticle/kali-anonsurf. Ich habe mir hier so ein bisschen die Mühe gemacht, das für euch mal so ein bisschen zu übersetzen, ein paar kleine Änderungen vorzunehmen und so weiter, ja. Dass ihr euch da hier nicht durch englische, ihr wisst ja, ich bin schlecht im Englisch, dass ihr euch hier nicht durch englische Texte durchlesen müsst. Und die Installation ist relativ einfach, ihr könnt euch das zwar durchlesen, aber ich zeige jetzt auch kurz, wie das Ganze funktioniert. Und dazu gebe ich einen Git-Klon. Und dann einfach hier die Adresse, ne, die GitHub-Page. Dann warte ich einen Augenblick, bis das ganze Ding hier durch ist. Wenn ich ls eingebe, sehe ich dann den neuen Ordner hier irgendwo, hier Kali, ne, AnonSurf. Da kann ich rein navigieren. Mit ls lasse ich mir den Inhalt anzeigen. Und wir haben hier ein Skript, das nennt sich installer.sh. Das wird für euch alles hier schon mal von vorne installiert. Ne? Das heißt, da müssen wir nicht viel, besonders viel tun. Das Skript wird die ganze Arbeit erleichtern. Ne? So, dann warten wir einen Augenblick, bis das hier alles durch ist. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo hier nochmal wieder mit Y bestätigen. Ne? So, und dann sollte das gleich durch sein. So. Jetzt, wenn ich eingebe anonsurf-help, um zu bestätigen, dass wir das Ganze installiert haben, dann sehe ich hier, ich kann es einmal starten, einmal stoppen, nochmal neu starten, den Status einsehen und meine eigene IP einsehen. Ne? Bevor wir das jetzt starten, gehe ich hier einmal ein auf What is my IP. Bestätige hier diese Capture-Dinger. So, dann sehe ich meine IP jetzt, bevor ich das Ding gestartet habe, ist jetzt hier 98.blablabla in Frankfurt am Main ist die Location. Ne? Das heißt, jetzt starten wir das Ding einmal. Dazu gebe ich ein AnonSurf und dann Start. So, dann startet er hier die ganzen Prozesse. Und dann kann ich einmal bestätigen meine IP-Adresse, wenn ich eingebe AnonSurf my IP. Dann sehe ich jetzt hier, meine neue IP wird mir gleich angezeigt, ne? 31, 13, was auch immer. So, ich öffne mal hier einen neuen Browser und gebe nochmal ein What is my IP. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil wir das ja über Tor jagen. Da sehe ich hier schon bei Google, hier wird mir meine Adresse angezeigt, ne? Und nervt schon wieder hier mit den Capture-Dingern. Oder Capture-Anfragen, ne? So, ja, ich bestätige, da wird mir direkt schon russischer Text angezeigt, weil wahrscheinlich die IP wahrscheinlich hier aus Russland ist. Und dann sehe ich jetzt hier, boah, ganz schön viel Nerverei, aber hier die IP-Adresse, die mir vorhin angezeigt wurde, ne? Hier 31 13 195 82 und dann sehe ich hier die Location Sofia, ist wahrscheinlich irgendeine russische Stadt. Ich gehe davon aus, ja. Das heißt, da haben wir das Ganze jetzt geschafft, Kali ein bisschen anonymer zu gestalten, dass ihr da nicht die ganze Zeit eure eigene IP liegt, ja. Und das war es auch schon, Freunde. Ganz easy, ganz einfach, ja, der einfachste Weg, um hier AnonSurf zu installieren. Um es zu starten, gebt ihr einfach ein AnonSurf und dann Stopp dahinter. Und das war's im Prinzip auch schon, ja? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.